Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier auf der schönen Urlaubsinsel Banoi. Ja, so heißt die Insel, auf der wir sind. Ihr könnt es auch hier sehen an dem Plakat. Und wir sollen jetzt wirklich in diesen Fahrstuhlschacht reinklettern. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Öffnet die Fahrstuhlluke. Okay, machen wir das mal. So, ich muss F gedrückt halten dafür. Ich traue dem Ganzen noch nicht so. Begib dich in die Fahrstuhlkabine. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Leute, das wird nicht gut ändern. Enden. Ändern wird sich das schon, weil wir hier gerade runterfallen und... Oh, wow, wow. Ach, du heilige Scheiße. Ah, da vorne steht ein Typ. Ich wette, das ist ein Zombie. Den kriegt er aber richtig volles Brett. Oh, Gott. Okay, wir sind nochmal eine Etage tiefer gefallen. Okay, das war aber auf jeden Fall... Wo ist die Kamera? Da. Mir geht's sehr gut. Okay, hol mich raus. Ich hab doch schon eine Axt gesehen. Okay, hauen wir ab. Folge den Hinweisen der Stimme. Und wir können mit Umschalt können wir uns ducken. Ich werde hier aber erstmal Geld einpacken. Und ja, es ist doch immer wieder schön, dass man in so einen Horrormomenten hier auf irgendwelche fremden Leute hören soll, die einem nur über die Kamera sagen, was man gerade tun soll. Ich weiß nicht, ob ich in so einer Situation unbedingt irgendwelchen fremden Leuten vertrauen würde. Vielleicht wollen die uns auch nur als Köder nehmen, damit sie nicht gefressen werden. Und wir haben nachher gleich die Zombies an der Becke. Auf jeden Fall wissen wir, im Stockwerk über uns... Ah, das hat sich jetzt gerade irgendwie... Meine Güte, bin ich hier der Einzige, der hier irgendwelche Geräusche hört und denkt, dass hier gleich Zombies kommen? Vielleicht bin ich ein wenig paranoid. Okay, ich gehe jetzt aber hier lang, Leute. Immer schön vorsichtig. Ihr seht schon hier das ganze Blut. Das kann nichts Gutes heißen. Also, hier ging es auf jeden Fall schon mal gut her. Und wir finden echt einiges an Geld gerade. Mal schauen. Ich hoffe, das nützt uns dann auch später was. Nicht, dass ich jetzt hier alles umsonst so einsacke. Okay, okay. Ich habe da so eine Befürchtung, dass hier irgendwo gleich ein Zombie aus irgendeiner... Boah, Leute. Ich meine, es ist noch nicht mal dunkel oder so, aber irgendwie... habe ich da schon so ein bisschen Panik. Ich mache mal eben die Lampe an, wenn das hier so rumflackert. Lecker. Hat jemand Durst? Ich könnte ihm hier einen leckeren, weiß ich nicht, könnte Erdbeersaft sein. Oder falls irgendjemand, Vampirzüge hat. Okay, da hinten sind dann wohl unsere ersten Freunde. Da sind die Infizierten. Lauf zum Lagerraum. Wo ist der Lagerraum? Oh, zurück mit uns. Warum zum Teufel ist hier auf einmal... Ah! Lauf. Oh. Die Tür war aber vorhin noch nicht auf. Die Frau sieht doch mal geil aus. Oh, okay, da hat sie uns aber richtig einen gegeben gerade, aber wir werden scheinbar gerettet. Bitte warten. Viele Überlebende sind in den Dschungel im Landesinneren geflohen. Ja, sollten wir vielleicht auch machen. Setze die Kampfsteuerung auf Analog, um ein realistischeres Spielerlebnis und größere Präzision zu erreichen. Diese Steuerung, wie auch immer. I'm doing it. No! Didn't I bloody tell you? Stop! Wait! Hey! Can you hear me? Do you understand what I'm saying? Nod your head! Nod your bloody head! Komm schon, Nick. I ain't asking you again! Oh, thank God. I'm a doctor, not a bloody executioner. Oh, man. Do you know how close we came to bashing your head in? Okay, damit sind wir dann wohl gerettet, würde ich mal sagen. Und wen können wir jetzt hier mal anquatschen? Steven. Okay, der will nicht so wirklich mit uns reden. Was sagt denn Jack? Okay, keiner will mit uns reden. Sie kommt gar nicht mehr klar. So, wen haben wir hier noch? Margaret.
Und Janine. Why won't anyone help him? Whoa. We can't just let him die out there. He saved your life. You owe him your life. Ich schulde niemandem irgendwas. Neue Quest, Blut im Sand. Okay, Moment, wo Quests waren? Konnte ich hier auch irgendwo einsehen. Was haben wir hier? Blut im Sand. 2000 Erfahrung. Hilft dem Rettungsschwimmer, die Zombies loszuwerden. Okay. Das hört sich aber nicht gut an. Und ich wette, dafür müssen wir... Ich bin wahnsinnig, ja. Okay, Waffe suchen. Seht mal hier. Ein Paddel. Und wenn er nicht artig ist, dann kriegt er eine gepaddelt. Die nehmen wir mit. Alright. This is fucking crazy. On three. One, two, fuck it, three. Yeah, fuck it. Okay, raus mit uns. Und jetzt mischen wir hier mal ordentlich auf, würde ich sagen. Der Rettungsschwimmer. Boah. Haben wir schon wieder einen in die Fresse gekriegt? Das ist doch nicht normal. Komm schon, rappel dich auf, Junge. Und paddel raus und... So, los geht's. Endlich sind wir hier in der Action. So, da hinten... lass mich durch. Aus dem Weg. Ich hoffe mal, dass ich ihn jetzt nicht aus Versehen noch ein paar mitgebe. So. Oh, die Bengel hier hinten leben ja immer noch. Komm schon. So, geht doch. Uiuiui. Also, das ist doch mal was. Okay, haben wir alle? Haben wir alle? Ich glaube schon. Und wie ihr seht, so langsam geht die Action hier los. Also, ein Paddel kann schon ordentlich austeilen. Wow, schickes Tattoo hat er da am Auge. That's the last one? Okay, then. Thanks, mates. Akt 1. Are you there? Hello? Can you hear me? Shit. Hello? We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation, by air, by sea, but first you need to get here, to me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? Mm. God damn it. Das hört sich nicht gut an. Just touch and go with you for a while. Aufstieg, neues Upgrade verfügbar. Fähigkeitspunkte stehen zur Verfügung. Was sollte ich drücken? Habe ich nicht mitbekommen. Wir drücken einfach mal I für Inventar, fertig. So, Schlagmann, entfessele deine Raserei, um Feinde mit vernichtenden Schlägen niederzuwerfen und mit einzelnen Treffern auszuschalten. Ah, wir können jetzt unsere Fähigkeit wählen. Entweder Raserei, Kampf oder Überleben. Bei Kampf haben wir schwerer Schlagmann. Stumpfe Waffen sind nun effektiver und effizienter. Oh, mehr Schaden, weniger Ausdauerkosten und Chance auf kritischen Treffer und Schaden wird erhöht durch Kopftreffer. Ah, okay. Gut, das gefällt mir richtig gut. Ich schaue nochmal bei Überleben. Regeneriert 10% Gesundheit pro Minute. Und später gibt es dann hier noch andere Sachen, erbeutetes Geld etc. Ich habe eigentlich Bock auf diesen Kampf. Stumpfe Waffen sind einfach total genial. Ich würde mal sagen, das wählen wir auch. Wir nehmen den Kampfzweig. Ich glaube, der ist... Ja, der ist auf jeden Fall hier richtig schön auf Schaden ausgelegt. Das ist genau das, was wir wollen, Leute. Und deswegen wählen wir das. So. Genau, möchtest du diese Fähigkeit wirklich erwerben? Ja, ich bin mir absolut sicher. Du kannst mit stumpfen Waffen Spezialangriffe auslösen, wenn du linke Maustaste drückst, während du genau auf den Kopf zielst. Okay. Sehr schön. Fähigkeit ansehen. Ah, okay, das ist... Ja, genau, das wurde uns da gerade angezeigt. Und dann gehen wir doch mal... Quests haben wir jetzt keine mehr, oder? Schlüssel zum Leben. Was ist da? Rede mit Sinamoy. Sinamoy, okay. Coolen Namen hat der Typ schon mal. Ich glaube, ey.
Ein Spieler mit ähnlichem Fortschritt ist in... Ey, das geht immer viel zu schnell weg. Nein, ich will ganz alleine spielen, weil ich habe keine Freunde. Nein, ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Und ich würde mal sagen, wir sprechen den Typen einfach mal an. Name's John Sinemoy. I'm the head lifeguard here. The voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it. But then I found you and I saw the bite marks. You got no symptoms, but... Those aren't love bites, are they? I don't know who you are, or how you know that guy on the radio, but he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming. So here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? Oh, werden wir ihm helfen? Wie sieht's aus? Schwierigkeitsgrad ist einfach. Hole die Rettungsschwimmer. Hole die Rettungsschwimmer-Turm-Schlüsselkarte vom Bungalow 2. Okay, Belohnung 400 EP und ein Bauplan. Ich würde mal sagen, yo, das machen wir. I'm in. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. With all the commotion, I forgot to take it with. It's in Bungalow 11, by the pools. Ah, Bungalow 11. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but that don't mean you can't die. Oh doch, ich bin unsterblich. Hole die Rettungsschwimmerturmkarte. Ja, wissen wir ja schon. Okay, ich würde mal sagen, wir reißen hier die Tür wieder auf. Halt, Moment, mach die Tür nochmal zu kurz. hier vorne sehe ich nämlich noch... Wartet mal, wenn wir hier lang gehen. Ich kann auch die Waffen, glaube ich... Konnte ich die wegstecken? Nee, scheinbar doch nicht. Hier hat, glaube ich, noch eine Quest für uns. Quatschen wir ihn einfach mal an. Why the hell did I stay here with Sinemoy? I should have listened to Maggie and left with James and the others. He probably found a way off the island by now. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Okay, ja, klar, können wir machen. Also, wenn wir die treffen, dann sagen wir ihm das. Bringt Erfahrungspunkte und darauf sind wir raus, oder? Because, I mean, you know, where the hell else am I gonna go? Joa, mach doch, was du willst. Neue Quest, die Verlorene. Okay, ich würde mir jetzt aber trotzdem erstmal die andere Quest gerne wieder aktiv schalten. Inventar haben wir hier, Quests, und zwar die hier, Schlüssel zum Leben. Missionsziel verfolgen, ey. Warum kann ich das nicht anklicken? Na gut, wir müssen zu Bungalow 11 und oh Gott, das ist echt gefährlich, dass ich hier immer zuschlage dann, wenn ich das schließe. Und ja, ich würde mal sagen, raus mit uns an dieser Stelle. Auf der Karte sehen wir schon, wo wir lang müssen, und zwar hier lang. Also unsere ersten richtigen Schritte jetzt hier in Freiheit, würde ich mal sagen. Wir sind immer noch mit unserem tollen Paddel bewaffnet. Und ey, hier ist noch ein Paddel. Nehmen wir einfach mal mit. Mit mittlerer Maustaste können wir ein... Hä? Ah. Okay, wir haben jetzt zwei Paddel. Ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal das blutverschmierte Paddel. Und oben rechts... Ah, oben rechts ist der Zustand scheinbar der Waffe. Okay, also ihr seht schon, die hat nicht mehr so einen guten Zustand. Was haben wir hier noch? Ein Besenstiel. Joa. Nehmen wir einfach mal mit. Bleiben unserem Paddel aber treu. Und gehen weiter hier hoch. Ah, ich dachte, jetzt kommt die nächste Zwischensequenz. Was haben wir hier? Energy Drink. Yo. Oh ja, knall dir rein. Ich weiß jetzt nicht, was das gebracht hat. Oh, ein Messer. Und wir gehen weiter hier hoch. Bisher noch alles ruhig, noch keine Zombies hier in Sicht, aber es sind noch 110 Meter, bis wir unser Ziel erreicht haben. Also es kann sich noch ziemlich schnell hier ändern. Auch wenn das doch recht paradiesisch aussieht und... Ah, da haben wir den ersten. Komm her. Na komm, hau ihm noch eine. Geht doch. So, der Typ wäre dann Geschichte. Ich muss aufpassen, dass wir hier nicht... Ah, oben links ist unsere Gesundheit. Aufpassen, dass wir hier nicht... auf einmal ohne unser Paddel dastehen, wenn wir zu oft in die Gegner reinprügeln. Denn, ihr wisst ja, Haltbarkeit und so. Ja, ja, man hat's nicht leicht. Energy Drink können wir uns nochmal reinknallen, der erhöht unsere Lebensenergie, sehr schön. Und Lifeguard, ich glaube,
glaube, da müssen wir halt... Nee, okay, das Dingens zeigt, wir sollen hier lang gehen. Oh, hier hat's wen erwischt. Okay, hinter uns ist aber keiner. Dem klauen wir aber das Geld. Der Bengel braucht's, glaube ich, nämlich nicht mehr. Sieht eigentlich noch recht ruhig aus. Ich werde mal ein bisschen schleichen hier. Ah. Bleib du mal lieber... Ey, bleib liegen, meine Güte. Eieiei, also der Typ wollte hier gerade wieder aufstehen. Ah, seht mal, wir können sogar richtig die Körperteile anvisieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier so auf den Kopf schlage, dann dürfte der den irgendwann auch verlieren. Und oh, deine Waffe ist zerstört und nicht mehr zu gebrauchen. Das ist schlecht. Und da drüben sehe ich doch den nächsten Zombie. So, was haben wir hier im Mülleimer? Nichts. Nichts, nichts. Energy Drink nehme ich noch nicht. Wir haben noch volle Energie. Was ist hier in dem Mülleimer? Ein Kleber. Ja, warum nicht? Nehmen wir mit. Und dann gehen wir hier weiter rum. Da vorne sehe ich gleich den nächsten Zombie. Oh, mehrere. Die knabbern da scheinbar alle. Oh, komm her hier. Geh ja. Das scheint der Zombie-Typ zu sein. Und jetzt kriegst du aber einen mit hier. So, komm her. Wolltest du noch mal einen die Fresse kriegen? Oder wie sieht's aus? Ah. Oh. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Nein, nein, nein. Ich hätte die rechte Maustaste. Linke Maustaste. Rechte Maustaste. Eieiei. Okay, das ist richtig geil. Total die... Ja, komm. Bleib liegen. Boah. Okay, Moment. Hier war doch ein Energy Drink. Den knallen wir uns jetzt schnell rein. Boah, Leute. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Total genial. Gut, wir gehen langsam aber sicher weiter, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Schweres Rohr. Wow. Das sieht gut aus. Damit kann man, glaube ich, echt Köpfe zertrümmern, würde ich mal sagen. Aber wir nutzen erstmal weiterhin unser Paddel. Und wir haben einen schwachen Stock gefunden. Hm. Nehmen wir erstmal mit. Kostet ja nichts. Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle beenden wir das Ganze dann für heute. Nächstes Mal werden wir dann hoffentlich zu Bungalow 11 kommen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Macht ihr euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, haut rein. Ciao.